Mein Thema ist eher die Gasumlage. Wer hat sich da durchgesetzt? Ja, da hat Christian Lindner was Geschicktes gemacht. Die Gasumlage ist ja so, wir brauchen plötzlich viel mehr Geld, weil das Gas mehr kostet, weil wir nicht mehr das russische Gas haben. Ich erkläre ein bisschen verkürzt. Und die Uridee der Grünen war, lass uns das solidarisch machen. Also lass es über den Bundeshaushalt machen, über die Steuerzahler. Dann hätte man aber mehr Geld für den Bundeshaushalt gebraucht. Also entweder mehr Schulden oder Steuererhöhung. Und da war die FDP vor. Und deshalb muss Robert Habeck musste sich diese Gasumlage ausdenken. Die hat auch eine Solidaritätswirkung, weil jetzt alle Leute, die Gas kriegen, zahlen, egal bei welchem Verbraucher sie sind. Aber es sind halt nur die Leute, die Gas haben. Und man fragt sich natürlich, wieso haben jetzt die mit der Gasheizung haben ja nicht mehr den russischen Krieg verursacht als die anderen. Also die FDP hat Habeck da in eine gewisse Härte getrieben. Das heißt, es ist die FDP, der wir diese Gasumlage verdanken, Frau Strack-Zimmermann? Bitte? Er hat ein bisschen zugespitzt, oder? Ich würde sagen, er hat deutlich zugespitzt. Aber ohne dieses Zuspitzen wäre die Sendung natürlich, hätte sie nicht diese Einschaltquote. Das ist eine Bundesregierung, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja. Und die Tatsache, dass die Energie teurer wird aufgrund des Krieges, aufgrund der Folgen, das beschäftigt natürlich diese Bundesregierung. Und deswegen muss überlegt werden, was kann kommen, wie entlastet man dann die, die besonders getroffen werden. Und insofern wird auch da in der Regierung entsprechend diskutiert. Man hätte es auch mit Steuermitteln bezahlen können. Dass sie die Steuern erhöhen? Sie hätten ja auch eine Übergewinnsteuer zum Beispiel, die berühmte Übergewinnsteuer mal durchsetzen können. Ist es nicht eigentlich in Ordnung, wenn man sagt, die definitiv von dieser Krise wirklich profitieren, Milliardengewinne einstreichen, die sie sonst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gemacht hätten? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, aber die bitten wir an dem Punkt mal zur Kasse, so konsequent diese Eindeutigkeit, die andere Länder ja auch aufbringen. Spanien, Italien, Griechenland, 90%. England macht das sogar. Ich meine, das Mutterland des Kapitalismus, die machen das. Eine Übergewinnsteuer. Ja, also und wir bitten Verbraucher zur Kasse, die jetzt 480 Euro grob bezahlen müssen, plus Mehrwertsteuer, was ironisch ist. Also auf eine Abgabe die der Staat erhebt, setzt er dann noch mal ironischerweise eine Mehrwertsteuer. Da kann aber der Staat Deutschland nichts dafür. Das wissen Sie, dass Christian Lindner als Finanzminister bei der EU angeklopft hat, ob man diese Mehrwertsteuer sein lassen kann. Wir wissen, dass es nicht so ist. Sorry, er hat es gemacht. Es war korrekt, dass er es gemacht hat. Nein, das war ein PR-Stunt. Bitte? Also das war wirklich ein PR-Stunt. Lassen Sie nicht durchkommen. Also Christian Lindner hat in Brüssel gefragt, gilt das europäische Recht auch für uns? Und überraschenderweise hat er die Antwort bekommen, es gilt auch für euch, tut uns leid. Und jetzt kann er sagen, Brüssel ist schuld. Also das ist wann hat das gemacht, ist die Frage, ne? Naja, das ist doch nicht so, dass die Kommission entscheidet, wer welche Steuern zahlt. Das ist europäisches Recht. Ja. Also wir können nicht einfach sagen, für euch machen wir das jetzt nicht, weil wir euch einen Gefallen tun wollen. Ja, das sagen Sie jetzt, indem Sie das jetzt in dieser Klarheit sagen. Sie haben gerade, als Sie den ersten Einsatz hier hatten in dieser Sendung, gesagt, Sie sprechen verkürzt und erklären etwas. Und das Thema, dass auf eine Abgabe die Mehrwertsteuer kommt, das wissen die wenigsten. Mhm. Und deswegen dieses Thema zu intonieren und zu sagen, gibt es möglicherweise eine Frage in dieser existenziellen Frage, wo wir dem ausweichen können, die ist eindeutig beantwortet worden. Frau Strack-Zimmermann. Ich finde diese Frage legitim, weil die meisten, und ich will hier keinem zu nahe treten, diese Dezidiertheit nicht wissen. Und auf der anderen Seite, klar ist, dass Robert Habeck auch gesagt hat als Wirtschaftsminister, dass wir das, was an Mehrwertsteuer jetzt noch obendrauf kommt, dass wir uns damit Gedanken machen müssen, das zu kompensieren, damit es nicht die Bürgerinnen und Bürger auch noch tragen müssen. Denn die Idee ist ja, dass durch die Steuer, die der Staat ja einnimmt, sozusagen der Staat davon profitiert, dass diese Preise jetzt steigen. Genau. Aber nochmal die Frage, wann hat Christian Lindner nachgefragt, ob er diese Steuer zahlen muss bei der EU? Ja, vor kurzem. Was heißt vor kurzem? Ja, er hat nachgefragt und hat die Antwort relativ schnell bekommen. Nachdem die Gasumlage schon öffentlich war oder danach? Oder davor? Ich nehme an, danach, oder ich habe keine Ahnung. Das ist doch ein total beliebtes Politik. Warum macht man das nicht davor? Entschuldigung, meine Frage, warum macht man das nicht davor? Also, jetzt kann ich einmal. Seit wann reden wir über die Gasumlage in der deutschen Politik? Das ist deutlich länger als die letzten 4 bis 6 Wochen.
Es ist schon lange klar, dass wir eine Umlage brauchen. Wir müssen irgendeine Form haben, um die Stadtwerke zu retten, um Unica zu retten und so weiter. Es ist also völlig klar, dass sowas kommen wird. Und es wäre doch eine Aufgabe gewesen, aus dem Finanzministerium kurz nachzuhaken, wenn wir sowas machen, was bedeutet das für die Mehrwertsteuer? Ist doch ganz klar. Ich meine, die Frage hätte man sofort beantworten können. Und man hätte wahrscheinlich auch genauso schnell eine Antwort bekommen vor 6 Wochen wie jetzt. Also insofern muss man schon vermuten, dass dahinter in Anführungsstrichen politisches Kalkül steckt, dass jetzt diese Umlage, in welcher Form sie auch immer, also wie hoch sie ja dann auch immer sein wird, mit einer Mehrwertsteuer belegt wird. Also für mich als Otto-Normalverbraucher in dem Fall sah das sehr nach einer schönen strategischen Geschichte aus. Und ich weiß nicht, was für ein Ziel damit verfolgt werden könnte. Aber dass man die Öffentlichkeit nicht vorher darüber informiert hat, dass natürlich eine Mehrwertsteuer auf so eine Umlage kommt, habe ich nicht verstanden. Habe ich überhaupt das ist nicht. Doch, also, ehrlich gesagt, also handwerklich ist es nicht besonders. Nein, das ist in Europa ein geübtes Verfahren. Wenn nationale Regierungen etwas verkünden müssen, was irgendwie nicht so gut kommt, sagt man, die in Brüssel sind es gewesen. In Polen werden damit ganze Wahlkämpfe bestritten. So, und in diesem Punkt, ich will es ja auch nicht überdramatisieren, da hat Christian Lindner noch mal darauf hingewiesen, er würde gerne auf die Steuer verzichten. Und einen Tag später hat dann die Kommission gesagt, das geht leider nicht, das steht im Gesetz. Also das war ja, aber er hat es doch aus einem Grund gesagt, nochmal, dass in einer Krise diese Umlage kommt, Sie haben es gerade erklärt, und dass daraufhin noch Steuern fallen, Mehrwertsteuer. Mhm. Die fließt dem deutschen Staat zugute. Und was Christian Lindner damit sagen wollte, ist, da kommt eine Umlage, das heißt, die Energie wird noch teurer für die Menschen in diesem Land. Und jetzt verdient Deutschland auch noch daran, dass die Abgabe steigt. Und ja, deswegen das ist aber immer hat so mit der Mehrwertsteuer. Man kann eine Diskussion führen über Rhetorik oder wann man was sagt. Aber ich finde es völlig richtig, in diesem Kontext den Menschen zu sagen, da kommt die Mehrwertsteuer drauf. Glauben Sie mir, wir denken immer, jeder weiß hier alles. Aber Sie sind Wissenschaftler und Sie wissen manchen Dingen viel, viel mehr als wir und als der Rest der Republik. Ich habe mich jetzt ja nur als Bürger... Sie können sich jetzt nicht freimachen, dass Sie intellektuell auf Vordermann sind. Die Diskussion über die Gasumlage, die läuft ja schon eine ganze Weile. Ja, aber jetzt wird es konkret. Ja, aber ganz egal, wann man sie angefangen hat, es war von vornherein klar, dass darauf 19% Mehrwertsteuer kommt. Das sagen Sie. Er hat es verstanden, alle anderen haben es auch verstanden. Und Sie meinen, 83 Millionen haben es nicht verstanden? Nein, die haben es alle verstanden. Warum ist so kommuniziert worden? Man wollte Montag erstmal den Nettobetrag sagen und nicht den Bruttobetrag, weil der Nettobetrag war schon hoch genug. Dann wollte man noch sagen, Mist, die Bösen aus Brüssel lassen uns euch nicht die Steuern erlassen. Ja, so, und das ist auch okay, aber das ist politische PR. Wenn Sie einen Artikel schreiben, machen Sie auch, erklären Sie Dinge, und das ist für Sie als Journalist auch ein Stück PR. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Tatsache ist doch, dass er damit den Menschen klargemacht hat, dass daraufhin noch eine Steuer kommt, also ich muss mich ja jetzt nicht ständig wiederholen, die dem Staate zugutekommt. Das heißt, der deutsche Staat verdient daran, dass etwas kommt, was man gerne verhindert hätte. Frau Strack-Zimmermann. Und jetzt ist auch Leuten, die sich damit nicht beschäftigen, und glauben Sie mir, wir glauben immer, dass alle Menschen sich mit allem beschäftigen, ist klar, dass es nicht funktioniert, dass Brüssel das einfordert. Aber das gute Ende ist, dass auch Habeck in dem Moment sagen musste, okay, diese Differenz von Netto zu Brutto werden wir kompensieren müssen. Und ich finde, unterm Strich ist damit klar, dass sich der Staat, dass er das, was er an Mehrgewinn hat durch diese Mehrwertsteuer, ihn den Bürgerinnen und Bürgern zurückgibt. Ich finde das klar. Frau Strack-Zimmermann, auch Ihnen kann man nicht vorwerfen, dass Sie intellektuell nicht auf Vordermann sind. Sie wissen ja ganz genau, worum es hier geht. Es sieht aus wie ein Taschenspielertrick, nicht wahr? Also man geht nach vorne und sagt, da haben wir jetzt diese 480 Euro, die im Schnitt auf eine vierköpfige Familie zukommen. Und dann sagen wir, und jetzt dummerweise die in Brüssel, jetzt wollen die auch noch die Märchensteuer obendrauf. Das ist doch grotesk. Ehrliche Kommunikation ist doch zu sagen, wir haben hier 480 Euro Gasumlage. Und die schlechte Nachricht ist, leider kommen auch noch 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Die gute Nachricht ist, dass genau diese Differenz, wo Brüssel sagt, nee, europäisches Recht muss bezahlt werden, dass jetzt jedem klar ist, dass diese Differenz der Staat daran nicht verdient, sondern er den Bürgern das zurückgibt. Aber Sie wollen ich doch finde noch, das völlig in Ordnung. Es war doch schon vorher klar,
Ich meine, Entlastungspaket ist ja schon angekündigt, dass nicht nur die Mehrwertsteuer entlastet wird, sondern auch eine ganze andere Menge. Aber entscheidend ist doch, was hinten dabei rauskommt. Schauen Sie, der hat den Trick gemacht. Es ist auch nicht so schlimm. Wir haben ihn erwischt. Jetzt ist doch okay. Wir haben ihn erwischt. Ist doch nicht so schlimm. Und voll mit dem nächsten Europakorrespondenten. Sorry, aber das ist jetzt ein bisschen Selbstbefriedigung. Das ist jetzt wirklich Selbstbefriedigung, dass Sie glauben, Sie hätten ihn bei irgendwas erwischt. Nicht Tatsache ich alleine. Tatsache ist, dass Millionen von Menschen Sorge haben vor der Preiserhöhung. Sie haben es gerade gesagt, Familie, über 400, 500 Euro. Das ist ja richtig Geld. Das ist im Schnitt 40, 50 Euro mehr im Monat. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. So. Und deswegen ist es doch hier kein Job der Selbstbefriedigung. Da haben wir jetzt jemand erwischt, sondern es ist die Aufgabe, den Menschen zu erklären, was gerade passiert. Nee, jetzt werde ich noch mal deutlich. Wenn eine Regierung montags den Leuten sagt, ihr müsst diese Mehrwertsteuer vielleicht nicht bezahlen und Dienstag sagt, oh Pech, ihr müsst die doch bezahlen, weil Brüssel ist schuld, dann ist das keine ehrliche Kommunikation, das weil die Regierung Punkt. Von vornherein wusste, dass wie jede Gasrechnung und jede Rechnung in Deutschland mit Mehrwertsteuer kommt. Und das war kein heldenhafter Kampf, um die Bürger zu entlasten, sondern das war ein Blame Game. Das war kein Blame Game, das war das Zeichen. Also auch auf Deutsch schwarze Peter-Spiel, ne? Das war in die Bundesregierung hinein kommuniziert, diese Differenz, die jetzt auf uns zukommt, also dieses Plus der Mehrwertsteuer, werden wir als Staat, als Regierung kompensieren müssen. Okay. Wir wissen nicht, ob das sonst gekommen wäre. Frau Stark-Zimmermann, ich habe damit ein ganz anderes Problem. Und zwar wirklich nochmal die Frage, Sie sagten gerade zu Recht, wiesen Sie darauf hin, Sie kommen aus der Kommunalpolitik, wenngleich auch aus dem im Vergleich wohlhabenden Düsseldorf, aber das ist viel Geld für Leute. Wir haben uns gestern mal angeschaut, die Gaspreisentwicklung ganz grundsätzlich. August 2021 zahlt eine vierköpfige Familie im Schnitt 1280 Euro. Ein Jahr später sind wir bei 3600 Euro. Ja. Verdreifacht, vervierfacht, je nach Anbieter. Jetzt kommt das noch oben drauf. Das heißt, am Ende landest du bei 4200 Euro. 3000 Euro mehr. Jetzt noch mal die Frage, warum mutet man das Leuten zu? Warum ist es für Ihre Partei an dem Punkt nicht möglich zu sagen, pass auf, dann lass uns bitte die Gewinne erstmal abschöpfen, die Leute besteuern, die Großkonzerne besteuern, die richtig Kasse gemacht haben in dieser Krise. So wie es die Italiener auch gemacht haben und jetzt sogar verlängert haben. Und zwar ohne zusätzliche Leistung zu erbringen. Das ist nicht die BioNTech-Geschichte. Hier geht es nicht um Leistung, muss ich wieder lohnen. Exakt. Sondern hier wird einfach mit dem gleichen viel mehr Geld verdient. Ja, das ist der Punkt. Weil letztlich, also erstmal wissen Sie ja nie, in welcher Situation welches Unternehmen mehr Geld verdient. Das können Sie ja vorher nicht wissen. Und wenn Sie einmal mit wieso wissen die anderen das? Nein, grundsätzlich. Nein, Entschuldigung, ich mache mir jetzt Gedanken. Sie haben mir eine Frage gestellt. Ja. So, und die Frage ist dieses Wort Übergewinnsteuer. Also ein Gewinn ist ein Gewinn. Es gibt keinen Übergewinn. Ja, es gibt einen Gewinn oder es gibt keinen. Auf den Gewinn zahlen Sie Steuern. Der Begriff ist egal. Nee, der Begriff ist nicht egal, weil jeder auf Gewinne Steuern zahlt. Und das in der Progression, in der Steuerprogression, die eine besonders hohe Steuer zahlen, zu Recht, das ist ja die Idee, und es geht ja nicht so, sondern es geht so, auch entsprechend mehr Steuern zahlen. Und wenn Sie anfangen, dieses Argument vorzutragen, dann wird es vielleicht in einem Jahr ein anderes Thema geben. Nehmen Sie Corona, um das mal, weil das ist ja nach wie vor da. Da haben Sie ein pharmazeutisches Unternehmen. Ist überhaupt kein schlechtes Beispiel. Da gibt es ein pharmazeutisches Unternehmen, die entwickeln einen Impfstoff, verdienen damit unvorstellbar viel Geld. So. Übrigens zahlen die jetzt an die Kommune, wo es entwickelt wurde, besonders viel Geld. Ich weiß. Nämlich progressiv viel hat die Stadt Mainz an Gewerbesteuer bekommen. So. Ihre Argumentation wäre, dass dieses pharmazeutische Unternehmen, was sozusagen jetzt unglaublich viel Geld verdient hat, weil plötzlich dieser Virus uns alle erfasst, das ist, wäre... Nicht meine Argumentation, Frau Stark-Zimmermann. Das wäre aber in der Logik so. Nein, überhaupt gar nicht. So verstehe ich das. Die Gebrüder Strüngmann heißen sie, Hexal-Gründer und so weiter, die maßgeblich bei... wie heißt die Firma nochmal? BioNTech mitfinanziert haben in Mainz, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um diesen Impfstoff zu entwickeln, die sind ein Risiko eingegangen. Und wenn Sie sich anschauen, was Dietmar Hopp, ein anderer sehr wohlhabender Mann dieses Landes, was der bei CureVac in Tübingen gemacht hat, das Gleiche versucht, ist exakt die gleiche Technik, Messenger-RNA, der hat viele, viele Millionen in die Hand genommen und am Ende hat es nicht funktioniert. CureVac hat dieses Rennen verloren.
verloren und Dietmar Hopp hat mutmaßlich sehr viel Geld dabei verloren. Mhm. Da ist jemand in ein Risiko gegangen. Und die Gebrüder Strüngmann, die Hexal-Gründer, sind auch in ein Risiko gegangen bei BioNTech. Und am Ende hat die Menschheit davon profitiert. Das Geld hätte auch ganz einfach weg sein können, Risikokapital. Erklären Sie mir bitte, welche Mineralölfirma hat welches Risiko auf sich genommen, um jetzt an der Zapfsäule abzukassieren, Länge mal breit. Erklären Sie mir das. Also wenn wir diese Diskussion grundsätzlich führen, dann wird bei jeder Krise, Situation, die unter Umständen die Menschheit beutelt, oder jetzt mal ganz konkret Leute, die Menschen, die in Deutschland leben, beutelt. Wenn wir diese Diskussion führen, wer entscheidet denn dann, wann wer was verdienen kann? Weil sie in Krisen, das ist kein guter Ausgang der Geschichte, weil sie in Krisen, übrigens selbst bei Corona, selbst beim Ukraine-Krieg, immer auch Unternehmen haben, die relativ viel plötzlich an dieser Krise verdienen. Und dann werden wir hier jedes Mal, sofern wir eingeladen werden nochmal, darüber diskutieren, wann wird welches Unternehmen, welche Branche jetzt besonders zur Kasse gebeten, weil Sie als Markus Lanz sagen, ist doch gar kein Risiko eingegangen. Die Diskussion ist eine Diskussion, die werden wir gar nicht... So platt will ich es nicht machen. Mir geht es nur darum... Nee, aber Sie hatten einen Punkt. Nee, ich weiß, und so funktioniert auch Marktwirtschaft. Mein Punkt ist ein anderer. Ich will einfach nur darauf hinaus, es ist eine Ausnahmesituation. Und Menschen haben Energiepreisentwicklungen in einem Jahr hinnehmen müssen, die waren so vorher nicht abzusehen. Da bin ich ja bei Ihnen. So, jetzt kommt noch mal die 480 plus Märchensteuer obendrauf. Und wir sitzen da und sagen, wie soll das eigentlich gehen? Was macht das eigentlich mit dem sozialen Zusammenhalt eines Landes? Aber das ist mein Punkt. Ja, ich glaube, Harald Lesch trinkt sein Bier noch kurz zu Ende und sagt dann, was er darüber denkt. Und da würde ich gerne Ulf Röller fragen. Wie sehen Sie das, Herr Lesch? Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich sprachlos. Weil BioNTech oder irgendwelche anderen Firmen und deren Gewinne sind sozusagen wirklich, und unabhängig von dem Risiko, sind gezielt erzielt worden. Das heißt, da ist eine Firma gegründet worden, mit dem ausdrücklichen Ziel, einen bestimmten Impfstoff zu erzeugen, der nun ja auch wirklich ziemlich positive Wirkungen hatte. Die Erdölkonzerne haben ihre Gewinne ver-x-facht. Ich weiß nicht, wie groß x wirklich ist, weil die Zahlen sind ja da ganz unterschiedlich. Sie sind selbst für einen ausgemachten Kapitalisten eigentlich unanständig. Sie sind, wie Karin Pittel es ja auch gesagt hat, schlechte Gewinne, weil es sind Gewinne aus fossilen Ressourcen. Also das sind überhaupt keine guten Gewinne. Das heißt, wir hätten noch ganz andere Gründe, hier zu sagen, Freunde, für 3 oder 4 oder 5 oder 6 Monate, vielleicht sogar begrenzt, nur für eine gewisse Zeit, müssen wir an das Geld ran, weil wir brauchen es woanders. Also ganz egal, wie die Begrifflichkeiten da sind, halte ich es für unbedingt notwendig, dass gerade dann, damit wir handlungsfähig bleiben können, denn es wird ein Entlastungspaket nach dem anderen geben, währenddessen eben jetzt wirklich Milliardenbeträge in Unternehmen hineinlaufen, die genau das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich haben wollen. Also nämlich vor allen Dingen in die Erneuerbaren reinzugehen, überhaupt eine Infrastruktur bereitzustellen, dass wir das machen können und dass wir diese Brücke, diese Zeitdehnung, die wir ja jetzt vor uns haben, dass wir diese Brückentechnologien bzw. diese Brücke überhaupt hinkriegen über die verschiedenen Varianten, die wir ja alle kennen. Ich bin erstaunt darüber, dass wir in Deutschland anderen Ländern, Sie haben es ja gesagt, Griechenland, Spanien, denen praktisch unterstellen, dass sie grundsätzlich falsche Entscheidungen getroffen haben bei der Übergewinnsteuer. Denn so hört es sich ja an. Also es gibt ja andere Branchen, die übrigens auch von Krisen profitieren. Ja, aber reden wir doch mal jetzt über diese Krise. Sie müssen, das hier ist die Krise, jetzt, so, now. Warum haben wir diese Krise? Weil wir durch die Große Koalition abhängig geworden sind, von Russland Energie zu bekommen. Losgelöst von der Thematik, die Sie jetzt gesagt haben, dass man nicht früher aus fossilen Brennstoffen rausgegangen ist. Das ist ja jetzt mal Tatsache, das können wir nicht ändern. Mhm. So, das heißt, jetzt muss eine Antwort gefunden werden. Mhm. Und die Mehrheit war der Meinung, wir müssen so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit Russlands raus. Ja. Ich glaube, das ist jetzt erstmal eine Tatsache. Ja. So gibt es natürlich auch andere Themen. Auslöser Ukraine-Krieg. Nehmen Sie den ganzen Bereich der Industrie, die in Rüstung investiert. Mhm. Übrigens, bei Lichte betrachtet, unternehmerisch, auch ein Risiko. Mhm. Die verdienen jetzt auch Geld, weil plötzlich werden bestimmte Waffensysteme gebaut. Plötzlich wird die Kapazität hoch. Mhm. Da würde jeder, der damit nichts anfangen kann, sagen, oh, die machen sich jetzt die Taschen voll. Das ist übrigens die gleiche Argumentation.
Lassen Sie mich nur den Gedanken zu Ende führen. Das heißt, Sie haben natürlich in solchen Krisen immer auch Unternehmen, die in dem Moment Geld verdienen. Das hat es immer gegeben. Das ist nicht der Punkt. Ja, aber doch nicht so viel wie die Mineralölkonzerne. Aber es geht doch gar nicht um Mineralöl, es geht gerade um Gas. Das sind zwei völlig Energiekonzerne. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Zwei unterschiedliche Branchen. Es wird Energie verkauft auf dem Markt. Unterschiedliche Unternehmen. Warum haben die diese Gasumlage gemacht? Weil ein Unternehmen, Uniper, sonst pleite gegangen wäre. Die anderen übrigens nicht. Und diese Leute haben wie niemand sonst auf Russengas gesetzt. Die haben sogar Artikel veröffentlicht als Management und geworben für die Eröffnung von Nord Stream 2 und so weiter. Mhm. Und die anderen im Markt sagen schon, wir wollen gar nicht das Geld aus dieser Gasumlage, weil wir das nicht brauchen. RWE zum Beispiel. Ja. Mhm. Also auch in diesem Markt konnte man sich richtig entscheiden und falsch. Oder vielleicht falsch und weniger falsch. So, und dass wir dieses eine Unternehmen, was so krass daneben gelegen hat, jetzt retten, ist bedauerlich marktwirtschaftlich, aber muss vielleicht sein. Aber darauf eine Diskussion für die Moralisierung des Steuerrechts zu setzen, da wäre ich wirklich vorsichtig. Weil ich erinnere mich noch, als Corona war und man auch gesagt hat, muss da so viel verdient werden bei BioNTech, müssen wir denen die Patente abnehmen und so weiter und so fort. Also wenn eine Bundestagsmehrheit entscheiden dürfte, welche Branche kriegt welche Steuer, und darauf läuft es ja hinaus, ich glaube nicht, dass das clever ist. Da möchte ich dann noch mal fragen, wie ist das in den anderen Ländern gelaufen? Wie ist das da? Wie hat Großbritannien zum Beispiel sich eine 90% Übergewinnsteuer im Parlament durchgebracht? Wie waren da die Diskussionen? Aber schauen Sie, dass Boris Johnson diesem populären Reflex nicht widerstehen kann. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht... Ich will auch gar nicht sagen, dass... Okay, und in Italien ist es noch... Die Italiener haben es im März schon gemacht, genau, haben es dann verlängert. Die Spanier haben es gestern gemacht. Ich frage mich halt immer, muss man aus alledem angesichts jetzt einer ganz konkreten Notsituation, also einer Situation, in der Menschen echt in Schwierigkeiten geraten, muss man nur mal mit ostdeutschen Ministerpräsidenten zum Beispiel auch sprechen, mit Rainer Haseloff, morgen bei uns zu Gast und anderen, die erzählen dann das auch. Muss man da nicht mal ein bisschen pragmatischer agieren, so wie es die Italiener, die Griechen und andere gemacht haben? Warum müssen wir immer so furchtbar grundsätzlich werden? Und jetzt ist gleich die Marktwirtschaft in Gefahr, weil wir Also wenn man im Bundestag eine Abstimmung macht, welche Branche oder welches Unternehmen kriegt welchen Steuersatz, dann kriegen wir echt verwegene Debatten. Ja, ich... Also da würde ich wirklich von abraten. Das ist auch... Also das ist ordnungspolitisch falsch und das... Ja, aber es ist auch ordnungspolitisch, wäre es auch falsch, Uniper zu retten, Entschuldigung. Ordnungspolitisch ist es auch falsch, Leute zur Kasse zu bitten, ja, aber die mit Uniper überhaupt keine Verträge haben. Aber wir hatten vor 10 Jahren auch eine Debatte, die mit Pellets heizen oder sonst was. Wir hatten vor 10 Jahren eine Debatte in Deutschland, wollen wir überhaupt noch Genforschung? Und dann spulen wir 10 Jahre vor und dann sehen wir, oh, mRNA-Technologie ist aber jetzt super. Hätte der Bundestag sagen sollen, also ich sage, ist fürchterlich unpopulär, aber... Und sehr, halt sehr grundsätzlich. Ja, das ist auch richtig so. Ulf, wie schaust du da drauf? Ich bin ja jetzt fast 12 Jahre nicht in Europa gewesen und Deutschland gewesen und bin seit Freitag wieder hier. Mhm. Was ich ganz spannend finde, insofern kenne ich mich in Details nicht aus, aber was ich, glaube ich, spannend finde, was diese historische Zeitenwende ist, die man begrifflich geklärt hat, dass wir in unglaubliche Verteilungsdiskussionen und auch Kämpfe reinkommen werden. Ja. Und man auch bereit sein muss, wahrscheinlich völlig neu zu denken, auch was ist Marktwirtschaft, was ist Kapitalismus. Ich will jetzt nicht noch mal die Debatte mit Ihrem Parteivorsitzenden Lindner aufmachen. Ich habe Ihr Argument auch verstanden. Aber ich glaube schon, indem man noch mal klar machen wollte, wer für diese Mehrwertsteuer schuld ist, geht es auch wieder um Verteilung. Das machen wir nicht. Und darauf ist eigentlich diese Gesellschaft, wenn ich das mit China vergleiche, nur bedingt vorbereitet, weil wir eben doch von einem Wohlstandsniveau, und ich weiß, dass das ein sehr schwieriger Satz ist, weil viele Menschen uns auch zugucken, denen es jetzt auch schon nicht so gut geht, aber trotzdem unsere Leidensfähigkeit wesentlich geringer ausgeprägt ist als zum Beispiel in China. Wenn ich ein Beispiel dafür bringen darf, es wird jetzt immer, glaube ich, die Zahl, dass es dann nur 19 Grad im Winter vielleicht ist, ja, wenn es nicht funktioniert.
Wenn man sich natürlich China anguckt, dass die Hälfte des Landes im Winter überhaupt keine Heizung hat. Ja, das sind also Hunderte von Millionen. Und wenn wir dann auch die Debatte führen, dass wir uns auch vielleicht mit China anlegen wollen, weil wir der Ansicht sind, was sie in Taiwan machen oder was sie bei den Uiguren machen. Mhm. Also wenn wir von 19 Grad Angst haben, dann wird das mit China ganz schwierig, weil dann wird es erst richtig kalt. Und all dies, finde ich, sind diese Verteilungsdebatten. Mhm. Und ich war ja mal von 1994 bis 2008 auch im Hauptstadtstudio. Und natürlich finde ich, wenn ich das sagen darf, jetzt nicht Sie persönlich, hat die Politik natürlich versäumt, auch immer wieder die großen Reformen der Sozialsysteme, der demografische Faktor. Ich war in den 14 Jahren, habe ich etwa 6 Jahrhundert Rentenreform erlebt mit Horst Seehofer und wer alles. Aber im Grunde genommen die grundsätzliche Frage, wie wir das neu verteilen, hat man nicht gelöst.